Schmeckt's? Mhm. Ja. Crunchy Test. Ich denke, das nicht. Das passt. Passt. Bleibt mal. Ja. Perfekt liken. Super geile Installation. Dann reinlegen, das denke ich mal ist nicht das Problem. Okay. Ja, wir sind schon online. Hallo. Und verbrauchen Platz. Und verbrauchen Platz, ja. Die Minute haben wir. Was? Das muss doch für die Nachwelt festgehalten werden. Was? Wie unsere Vorbereitung hier, die Patienten das aussehen, fallen, bevor sie Videos aufnehmen. Außerdem kann sich dieses Handy auch mal schon an uns gewöhnen. Das könnte sich so oder so. Das macht was es soll, normalerweise. Ich finde auch das ganz gut. Ich gebe mich normalerweise nicht für ein Gerät her, was kein iPhone ist. Das kommt okay. Naja. So, auf jeden Fall, ich bin gut ausgeleuchtet. Hallo, wir sind Patrick und Thomas. Bleib sitzen. Ja, fang mal an. Sie wünschen? Auch noch? Kein Platz! Nein! Schmeiß also! Mir zurück! Zurück! Auf. Der Schwanz ist wie ein Beitsch. Macht alles tot. Was machst du jetzt hier? Du schwänzelt. Sitz! Sitz! Oh. Mir Deck. Bist doof. So. Wir sind Patrick und Thomas. Wir bringen euch den ganz normalen Wahnsinn. Und weil es so ist in dieser Zeit, die vollen Tatsachen, die nackten Tatsachen und nichts als die Wahrheit. Das kann man so sagen. Jo. Mit Hund. Yoshi, ja. Na dann. Ja. Gib ich dir mal gleich das Wort. Du gibst mir mal gleich das Wort. Also, Patrick und Thomas heißen wir. Ich bin, sage ich jetzt mal, schon ein bisschen auf YouTube unterwegs gewesen. Das ist heute unser erstes Video. Zusammen? Zusammen, ja. Wir haben nachts, kurz nach zwei. Der Thomas hat schon hier die komplette Videomaschinerie aufgefahren. Und ja, möchten einfach heute mal einigen Menschen ein bisschen was mitgeben, was wir in Zeiten von Corona selbst einmal eigenen Leib erfahren haben. Und im Bereich der Corona-Lage, die sich ja deutlich zuspitzt, auch für Patienten, der wir auch Patienten selbst sind, einige Herausforderungen haben, die uns das Leben ganz schön schwer machen in letzter Zeit. Und leider auch noch wahrscheinlich noch in der Zukunft, in den nächsten Monaten. Corona ist eine ganz schwere Situation im medizinischen, politischen und auch im Bereich der Interessensvertreter im Gesundheitssektor. Wir zwei haben eine ganz besondere Rolle, ne? Wir sind Cannabis-Patienten. Jo, ich bekomme seit 2017 Cannabis auf Rezept. Ich habe das auf Anhieb genehmigt bekommen und bin seitdem Schmerzpatient. Jo. Ich dachte, da wird alles besser, aber da ist nichts besser geworden. Das ist erst richtig schlimm geworden. Inwiefern? Du hast doch gerade gesagt, du hast von Anfang an eine Kostenübernahme bekommen? Ja. Okay. Und was ist jetzt nicht besser? Oder das, was du ja hast an deinen Erkrankungen, das ist ja besser geworden, ne? Ja, ich komme besser damit klar. Klar, logisch. Aber unterm Strich ist es nicht nur eine Frage dessen, wie es mir geht, alleine damit, sondern mein Umfeld mit mir,
oder ich mit meinem Umfeld zurechtkomme. Und mein Umfeld ist da nicht gerade, also nicht jeder davon zumindest. Ich glaube, Stichwort ist ganz wichtig, in der Form, Stigmatisierung, Diskriminierung als Patienten. Nicht nur in der Form, das haben wir vorhin besprochen, Cannabis, sondern auch generell, dass man, wenn man krank ist in der Gesellschaft, durchaus möglicherweise auch gar nicht mehr in der Lage ist, sich selber um sich zu kümmern oder auch Termine wahrzunehmen. Krankenkasse, Ärzte, denen das auch so weit mitzuteilen, wir haben ja fast keine Zeit mehr, wir ziehen ja gerade mal da die Krankenkassen gerade durch und ja, wir sind quasi zu teuer auch für das Gesundheitssystem, zumindest für das Gesundheitssystem, was derzeit hier in Deutschland ja, anhängig ist. Das ist das komplette System, was der einfache komplette Wahnsinn ist. Also, ich weiß nicht, das System ist im Großen und Ganzen gar nicht so verkehrt, aber es hat einzelne Punkte, da muss so viel Veränderung her, bevor es richtig schief geht. Und gerade Corona zeigt es jetzt nochmal umso mehr. Das ist einfach eine Zeit, da kommt nicht jeder damit klar und ja, da wird es nicht besser. Mhm. Aber absolut nicht besser. Was sind denn die konkreten Herausforderungen bei dir? Also bei mir ist es ja auch familiär ein großes Thema, auch in meinem Umfeld, dass man einfach nicht mehr respektiert und angenommen wird. Es werden Behauptungen aufgestellt, auch in Bezug auf die öffentliche Lage, wie es seit dem Harry Anslinger, seit den 1930er Jahren, sich manifestiert hat gewissermaßen, auch in ganz Europa. Und wir dadurch ein Standing haben. Wir werden als Junkies abgetan bei den Ärzten. Es gibt durchaus sehr, sehr große Vorbehalte weiterhin. Es gibt auch viel zu wenig Schulungen für Ärzte, vor allem auch für die Krankenkassen, also die Kostenübernahmen für uns. Du hast eine, ich habe noch keine. Ich habe eine dritte Ablehnung schon bekommen von meiner DAK-Krankenkasse. Und viel Hilfe ist ja eigentlich auch derzeit gar nicht in den Verbänden jetzt gerade so zu erwarten. Ich meine, ich bin da recht revolutionär unterwegs, auch im Internet, was das Thema angeht. Überall auch viel Kritik. Das wird sich noch klären lassen, hoffe ich doch mal. Beziehungsweise dann müssen wir in den Dialog auch eintreten mit anderen Organisationen, die durchaus derzeit auch ein schweres Standing haben, einiges schon geleistet haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Unserer oder vor allem meiner Meinung nach das jetzt nicht mehr ausreicht. Es braucht einen Strategiewechsel, um Patienten überhaupt erstmal wieder lebensfähig zu machen in dieser Quarantänezeit. Quarantänezeit, ja. Also wir müssen schon mal anfangen, in der Gesellschaft direkt in die wunden Punkte auch die Finger richtig reinzudrücken, finde ich. Und darauf zu zeigen auch, was falsch läuft. Weil wenn das nicht beachtet wird, dann brauchen wir gar nicht weiter denken, jemals an eine Legalisierung oder irgendwas weiteres in die Richtung. Das fängt ja schon an. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, die Eltern schauen nicht drauf, was hört für Musik. Ja? Oder die Deutschen bringen ihren Kindern das Trinken bei. Ja? Mhm. Das ist der größte Witz schlechthin. Wenn ich mich umschaue, keiner kann trinken. Jeder fährt aus der Bahn oder fast jeder. Also es sind extrem wenige, die Alkohol gebrauchen können, ja, oder andere Substanzen gebrauchen können und sich dabei in der Spur halten können. Die meisten, die laufen aus der Spur, ja, und machen Schwierigkeiten. Und das, weil sie es halt einfach nicht richtig vermittelt bekommen haben, was es mit Betäubungsmitteln oder Ähnlichem auf sich hat. Ja, wäre machbar. Gutes Stichwort. Da habe ich einiges mitbekommen. Ich bin jetzt seit 1,5 Wochen hier beim Thomas, in Bayreuth, in Bayern übrigens, ganz in der Nähe sozusagen, oder zumindest näher als bisher an Rosenheim mit Daniela Ludwig, die ja auch viele sozusagen auf dem Kieker haben, mich natürlich auch. Sie ist allerdings auch ein Opfer des Systems. Und ein Opfer des Systems habe ich auch kennengelernt, was das Thema Alkohol angeht, den Philipp. Und die Nadine. Und die Nadine, ja, okay. Das Thema also ist eigentlich auch ganz ernst auch, allerdings muss man sagen, dass es einige Komödianten gibt im Alkoholikerbereich, die dann schon auch künstlerisch begabt sind und mit denen man auch, wenn sie nicht über die Stränge schlagen, auch
gepflegt mal einsaufen kann. So nennt sich das, glaube ich, da im Fachjargon. Und anständig reden kann. Und ja. Anständig reden kann. Ja. Also das ist halt das Thema. Die meisten, die werden aggressiv auf so ein Gift wie Alkohol und dann fahren sie aus der Bahn und das. Da muss man ansetzen. Da muss man wirklich ansetzen. Ja. Ich habe Geschichten erlebt, die will ich gar nicht erzählen. Das ist so grausam peinlich, vor allem in Verbindung mit Kindern. Mhm. Ja? Und gerade da muss man eben drauf schauen. Und deswegen denke ich, wird es Zeit, dass Sachen nicht in die Richtung oder auf YouTube halt zensiert wird mit dem Thema Corona oder sowas. Ja? Sondern da sollte Musik zensiert werden, die aber in gewissem Alter erst verständlich aufgenommen werden kann. Ja? Rapmusik mit Teledin und Pipapo, das Thema ist ja gerade auch in aller Munde mit Capital Ground und so genau. weiter. Genau. Das ist ganz gut. Gib mir Teledin, ich könnte was gebrauchen und so weiter und so fort. Das ist ganz gut. Das ist jetzt sozusagen auch. Den Status hat eine Freundin von mir drinstehen bei WhatsApp. Wie kann sowas Vorbild sein? Wie kann man sowas toll finden? Ja. Und dann mit abstürzen, also Wahnsinn. Deswegen, wenn ihr scheiße mit Alkohol und Teledin seid oder anderen Substanzen, dann lasst es besser, ja? Es gibt gewisse Substanzen, da reagieren Menschen automatisch aggressiver. Alkohol, Opiate gehören dazu. Mhm. Automatisch. Ja. Und Cannabis ist ein relativ leichtes Gift, deswegen passiert es da nicht. Aber auch das ist ein Betäubungsmittel und man muss alle Betäubungsmittel richtig benutzen. Alkohol ist obendrein nicht mal ein Betäubungsmittel, sondern eigentlich einfach nur ein Gift. Nervengift, ja. Einfach ein Nervengift, wo Zellen zerstört und wo der menschliche Körper gar nicht hinterherkommt mit der neuen Produktion der Zellen. Ja? Die Leute, die kapieren meistens gar nicht, wie sie sich das Hirn wegsaufen. Mhm. Ja? Das ist einfach irre. Wer einen Weizen trinkt, sollte mindestens 5 Joints danach rauchen. Na! Und die schlechte Wirkung. Mischkonsum ist ganz schlimm. Tut das nicht, vor allem auch nicht mit Kaffee. Der ist nein, gut. Also ein richtiger Ansatz wäre da für mich zum Beispiel Substanzgebrauchsführerschein, wie es bei normalen Führerscheinen mit einem Auto der Fall ist und auch erst ab einem gewissen ausgereiften Alter, sage ich mal zwischen 21 und 24, wo der menschliche Körper ausgereift ist, kann man dann sagen, den kann man vielleicht prüfen, ob er Substanzen gebrauchen kann, ob er sich richtig zu verhalten weiß und bei aus der Reihe tanzen nach so und so viel oder je nachdem wie schlimm, wird halt notfalls neu geprüft oder entzogen. Mhm. Das ist der Weg, wie beim normalen Führerschein. Was anders führt nicht in die Richtung. Also wieso? Wenn es die Eltern schon nicht können, ihre Kinder einen richtigen Umgang mit gewissen Sachen beibringen, dann muss es der Gesetzgeber an der Stelle übernehmen. Was anderes sind ja medizinische Indikationen, die ein Arzt festlegt und ein Arzt mit dem Patienten bespricht oder sowas. Aber für den Freizeitgebrauch würde ich mit mir reden lassen können, wenn man da sowas wie einen Substanzgebrauchsschein einführt, ja? Wo Leute sich prüfen lassen können, kann ich damit umgehen, kann ich damit nicht umgehen und das dann einfach machen. Mhm. So wie ein Anglerschein früher bei mir. 400 Fragen, auswendig lernen. Genau. Sich dann auch wirklich mit dem Thema befassen. Also es geht jetzt nicht darum, alle Substanzen durchzuprobieren, sondern sich mit dieser Thematik so weit zu beschäftigen, dass man nicht nur aus dem öffentlichen Bereich Presse oder auch nur negative Sachen, sondern auch ja gewissermaßen auch die Waage halten kann, was psychoaktive Substanzen auch Positives bewirken können bei Microdosing etc. ab einem gewissen Alter, bei einer gewissen eine gewisse Erkrankung zum Beispiel, die mal damit zusammenhängt. Ich habe zum Beispiel eine chronische Schmerzerkrankung, bei der mir Cannabis sehr, sehr gut hilft und auch andere Stofflichkeiten auch gewisse positive Effekte hatte, wie unter anderem Mescalin in einem sehr geringen Microdosing-Bereich einmalig, sowie auch einmal Mushrooms hatte ich sogar. Hätte ich nie gedacht, dass ich sowas überhaupt mal in meinem Leben irgendwie konsumiere. Philosopher Stone habe ich mal probiert als Tee, ja. Okay. Stein der Weisen. Der Stein der Weisen, okay. Also wir haben, zum Glück müssen wir auch gar nicht haben, nicht von allen Dingen eine Ahnung. Thomas ist da eher, man hat es ja vorhin auch gesehen, der Hundeführer hier bei uns. Ich bin der ganz normale Waldorf-Papa. Wir haben übrigens auch Kinder, ja, muss man vielleicht auch nochmal erwähnen. Der Hund baut uns gerade die Kamera ab. Du hast eine Tochter? Ja. Und?
zwei Töchter, mhm. zwei Söhne. Vier Kinder. Ja. Ich habe zwei Jungs. Und wir haben die schon lange nicht mehr gesehen. Und warum? Corona unter anderem. Corona unter anderem und auch das Thema der Prohibition mit Cannabis. Also das betrifft mich in besonderem Maße. Und das sind natürlich auch Aspekte, an denen wir derzeit mehr oder weniger aktiv arbeiten, soweit es uns möglich ist, mit Jugendamt, mit der Beziehung zur ehemaligen Frau, mit dem familiären Umfeld, mit entsprechenden anderen juristischen Gepflogenheiten, die natürlich da auch in diesen Gesamtsachverhalt einspielen. Also dieses Gesamtthema der Entkriminalisierung für Spaßgebraucher, der Legalisierung mal generell und auch des besseren Umgangs im medizinischen Bereich hat deutliche weitere Auswirkungen im Gesamten dieser Gesellschaft, als es sich die meisten Leute von irgendwelchen Verbänden, selbst Profis, Professoren, Fachexperten und sogar die neuen Schauspieler des DHV sich wirklich im weitesten Sinne nicht vorstellen können. Und daran würde ich mir schon wünschen, dass auch diese Menschen sich diese Thematiken und dieses Wissen idealerweise nicht unbedingt in der Praxis, wie wir es machen, aber anders. Maß können Sie sich das schon vorstellen, ja. Dass Jugendschutz ein großes Thema ist, das wissen Sie zum Beispiel alle. Das wissen wir alle. Und ja, wie schon gesagt, ich bin der Ansicht, so ein Substanzgebrauchsschein kann das Thema an der Stelle lösen. Den Jugendschutz ganz speziell. Ja. Mhm. Wenn man das Richtige an Kinder ranträgt, was das Thema angeht, dann gehen die auch richtig damit um. Mhm. Ja, meine 12-jährige Tochter, die Vivian, ist in einer Einrichtung untergebracht, die hat ihrem Kameraden aus der Einrichtung gesagt gehabt, der gemeint hat, ich soll mir mal was, soll sich mal was von mir klauen, von meinem medizinischen Cannabis. Mhm. Ja. Da hat sie ihm zur Antwort gegeben, du bist doch doof, du willst wohl noch dümmer werden. Ja? Also, stellt euch das mal vor. 12-jähriges Mädchen. Ein 12-jähriges Mädchen, seine Tochter, wird von einem Klassenkameraden angesprochen, ob sie ihm von ihrem Vater, der Cannabis auf Rezept aus der Apotheke mit einer Kostenübernahme bekommt, Cannabis bekommt, dass sie hier das abrippt sozusagen bei ihrem Vater und einem ebenso Gleichaltrigen da irgendwie zum Verkauf anbietet. Das sind ja mittlerweile Zustände, selbst in kleineren Ortschaften, die sind doch nicht mehr tragbar. Da muss man doch leider irgendwann noch mal feststellen, auch in den oberen Regen, dass das so einfach nicht geht. Ja. Und dass man da was tun muss. Ja. Und die ganze Zeit eiern sie seit Jahren an der einen und derselben Stelle im Bundestag herum, streiten sich hin und her und keiner will was wagen. Ganz zu schweigen jetzt auch bei dem Thema Corona. Keiner will was wagen. Jeder scheißt sich die Hose voll. Aber wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Die größten Menschen auf dem Planeten scheißen sich die Hosen am meisten voll. Das ist sowas von dermaßen überragend. Ne? Das ist Wahnsinn. Und wenn wir dann schon bei dem Thema sind, ja, dann können wir gleich mal den aktuellen Stand Corona hier breitreden. Oh ja, gerne. Sachverständiger und Ingenieur Michael Döring und der Ralf Ludwig haben heute bekannt gegeben, ja, stimmt, dass die deutsche gesetzliche Unfallversicherung einen Haftungstatbestand bestätigt hat in Bezug auf die Maskenpflicht. Im Arbeitsschutzrecht stehen dazu Vorschriften, die muss jeder Arbeitgeber, jeder Lehrer, jeder Verband und egal wer einen da irgendwie unterweist, auch mit beibringen, wie man mit solchen Masken umgeht. 2 Stunden soll man sie im höchsten Fall tragen und dann ist eine halbe Stunde Pause angesagt. Ja. Hält man sich da dran nicht? Gibt es irgendwelche Probleme? Sind diese Menschen, Schulleiter, Lehrer, egal wer es ist, haftbar vor Gericht? Aber richtig haftbar. Also das heißt, wenn einem Schüler sozusagen auch eine gesundheitliche Beeinträchtigung durch das Tragen der Maske widerfährt, welches hätte vermieden werden können, wenn diese Schüler und Kinder keine Masken tragen, da wir natürlich auch im medizinischen Bereich mit der ganzen Diskussion, ist es denn überhaupt so viel stärker wie die Grippe und so weiter, wir natürlich auch gewisse Gefahren mit den Masken mitbringen. Das geht Erwachsenen, auch mir persönlich, unter anderem auch so, dass diese Maskenthematik natürlich auch die Mimik und die Ausdrucksweise der Menschen gegenüber, mit denen man sich unterhält, mit denen man in Kommunikation tritt, macht die Sache wirklich äußerst schwierig. Und auch haben wir natürlich über die
Maskenthematik, so wie wir derzeit auch finanziell aufgestellt sind, können wir uns nicht jeden Tag eine neue Maske leisten. Wir machen das schon. Also ich gehe auch mal davon aus, dass die wenigsten Menschen so regelmäßig die Masken wechseln, wie es nach arbeitsschutzrechtlichen Gesichtspunkten eigentlich notwendig wäre. Ja, das geht ja auch richtig ins Geld. Ganz besonders auch diese Masken, wo Glasfaser mit drin sind, die brechen können, wenn man sie in die Hosentaschen steckt und so weiter und so fort. Ja, das hat er auch mit erwähnt. Alles wird standardisiert, reguliert, kontrolliert in ganz Deutschland und mittlerweile kann man die richtigen Sachen nicht. 500 verschiedene Maskensorten rumlaufen und alles ist in Ordnung, sogar bis zum Schal oder sowas in die Richtung. Das Schlimme war, das Ganze war voraussehbar. Man hätte das planen können und ich hoffe, die Bundesregierung macht das fürs nächste Ding. Ja? Damit nicht wieder solche Dinge wie jetzt entstehen. Hm. Ängste lösen im Moment echt einen Haufen Scheiß in dem Land aus und wir sind eigentlich meiner Ansicht nach gut gespalten. Ja? Und dabei könnte vieles so einfach sein, aber wirklich vieles so einfach. Gewisse Sachen liegen auf der Hand und sind erwiesen. Mhm. Also als ein Beispiel, es muss längerer direkter Kontakt da gewesen sein mit jemandem, damit man sich das überhaupt einfangen kann. Ja? Ist der jetzt nicht da, also da kann man sich schon mal sogar bloß umarmen und es passiert gar nichts. Mhm. Ja? Körperflüssigkeitenaustausch, da kommen wir dann schon wieder zu einem ganz anderen Thema. Ja? Und da wird es dann wahrscheinlicher, dass man sich was einfängt. Nicht in einer Wirtschaft oder in einem Restaurant, wo man was isst, sondern bei in Berlin gefeiertes 600 Mann starke Fetischparty. Halleluja! Ja, hallo. Aber Halleluja! Bock. Wenn das kein Superspreading-Event ist, ne? Hier aber richtig Bock. Sowas gehört verboten, ja? Und sowas gehört hart bestraft. Ja? Ja. Aber wer da draußen an der frischen Luft ganz normal ohne Maske rumläuft, wenn einem keiner zu nahe kommt, den sollten sie in Ruhe lassen und mich sollte man in Ruhe lassen. Ja. Also definitiv, ich verklage jeden, der mir da irgendwelchen Schaden zufügt. Ja. Und ich meine, die sollten lieber anfangen, an den richtigen Stellen Geld ausgeben. Das Geld, was man, an den einen Stellen sparen kann, Prohibition zum Beispiel, könnte man investieren in viel mehr saubere Putzfrauen oder die halt länger putzen können in Krankenhäusern. Bei meinen Nierenversagen oder... Ja. Aufenthalt im Krankenhaus damals, habe ich eine Putzfrau gesehen, die ist reingeschossen gekommen ins Zimmer, ins Bad rein und war nach keine gefühlten 20 Sekunden da wieder draußen. Mhm. Ja? Und dann habe ich da reingeschaut und sieht man noch einmal raus verschwinden, da habe ich nur einen Streifen von einem Wischer am Boden gesehen, in S-Form und das war's. Und dann habe ich hinterher gerufen und das war's jetzt wohl. Ja, was soll ich machen? Ich habe nur 40 Sekunden pro Zimmer und so weiter und so fort. Hallo? Ja, niemand hat mehr Zeit. Ja. Ja. Und da geht Sauberkeit verloren. Ja. Und auch bei der Unachtsamkeit von Menschen, die sich nicht pflegen, die Schweine sind, ja, die alles anfassen und sich dann noch vielleicht Arschbohren, Nasenbohren, was weiß ich was. Ja. Lass das! Genau. Ja, der also ist der Wahnsinn. Nochmal zurück, wir hatten jetzt diese Maskengeschichte mit Patienten, mit uns als zusätzlich noch belastete Cannabis-Patienten in unterschiedlicher Konstellation unserer Entwicklung sozusagen, die wir uns und durch dieses komplette Gesundheitssystem selbst ja gerade schon durchkämpfen, haben es besonders schwer. Andere Patienten, die natürlich auch schulmedizinisch betreut werden können, Krebspatienten und so weiter, die sind natürlich schon in einer gewissen Struktur ja auch aufgehoben, sofern es jetzt aktuell auch wirklich kritisch ist und sag ich mal, die Beatmungsgeräte nicht extra auf den Intensivstationen für Corona-Patienten vorgehalten werden müssen, die meistens, was man auch dazu sagen muss, bereits mit Vorerkrankungen in einem relativ hohen Alter häufiger versterben und häufiger erkranken, als es junge Menschen tun. Ja, ich hatte jetzt zum Beispiel die Situation jetzt gerade noch vor eineinhalb Wochen, wo ich in meiner Heimatstadt Bühl war, wo ich übrigens, es ist aktuell eher nur eine Nebensache für mich, fast erdrosselt worden bin auf offener Straße mit einem Spanngurt. Hat mein Vater mich ins Obdachlosenheim gefahren. Ich bin ja seit August letzten Jahres quasi ohne festen Wohnsitz, weil diese Prohibition auch entsprechend auf mich wirkt.
dass mein Vater mit einer Schutzmaske mich dorthin fuhr, da gar nicht mehr in die Bude, in das Haus rein wollte und mir unmissverständlich klargemacht hat, dass er mit seinen 80 Jahren durchaus große Ängste hat und sich möglichst von allen Menschen fernhalten möchte und da auf Sicherheit gehen möchte, um in diesem hohen Alter nicht noch an Corona zu erkranken. Er hat natürlich auch entsprechende andere Vorerkrankungen schon, steht normalerweise mitten im Leben. Allerdings ist natürlich auch da die Situation dann im familiären Bereich schwierig, vor allem wenn es so viele unterschiedliche verrückte Kranke gibt, die ja dennoch irgendwie mitten im Leben stehen wollen und diese Distanzierung auf einmal in einer ganz besonderen Art und Weise geschieht. Also dass selbst familiäre Vater-Sohn-Beziehungen ja gar nicht mehr funktionieren, weil auf einmal der Vater eine Angststörung sozusagen entwickelt aufgrund von Corona und der Sohnemann als Cannabis-Patient sagt, hey ho, wir haben da möglicherweise eine Lösung für euch im medizinischen Kontext. Na, die Lösung ist das jetzt nicht in allen Fällen. Ne? Es wäre eine Ergänzung zumindest mal. beziehungsweise andere Studien halt international sagen ja da noch andere Geschichten. Das müssen wir die nächsten Jahre mal abwarten. Dafür sind wir doch, glaube ich, noch jung genug, um das auch noch mitzubekommen. Naja. Du glaubst da nicht so dran, ne? Naja, also, wenn ich was gemerkt habe, ist, die Natur, ja, regelt das vieles schon selbst. Von selbst. Von selbst, ja. Und das ist auch der Grund, warum Cannabis relativ gutes Mittel ist, aber auch kein Wundermittel. Ja. Es ist ein relativ gutes Mittel gegen viele Problembereiche, wo man es anwenden kann, aber es ist nicht der Wunderhammerbringer an jeder Stelle. Ja. In Verbindung mit Ingwertee, im Endeffekt schon die eigene Grundeinstellung an. Hm? Wenn die nicht dementsprechend positiv ist und du, von deinem ganzen seelischen Aufbau schon mal mehr negativ geleitet bist, dann eher depressiv, ne? Dann ist eher auch vorprogrammiert, es geht abwärts. Egal, was du für Medikation zur Verfügung hast, wenn du insgesamt an nichts glaubst oder in dir nicht stark genug bist, hat der Körper auch mit der besten Medikation keine Chance. Eine Selbstheilung des Körpers, mental, inspirativ, Meditation, Entspannungsübungen. Gesunde Ernährung vor allem. Gesunde Ernährung. Was die meisten Fehldiagnosen beim Arzt verursacht. Den Zucker weglassen und so weiter. Also das Feld ist ja viel, viel weiter so insgesamt. Klar, was Cannabis macht, es kann schmerzfrei machen, es kann bei MS helfen, es hilft mir bei der Fibromyalgie. Bei Epilepsie wird es eingesetzt, bei Krebs zum Teil ja auch schon. Das heißt, es ist eine Ergänzung. Insgesamt geht es aber darum, sich soweit schadlos zu halten, auch psychischer Druck, was wir in Corona jetzt gerade alle erleben, Angst vor Arbeitsplatzverlust, Geldsorgen, Gewalt in der Familie und so weiter. Ja, also wir haben da einige Punkte, die da ja mit zusammenspielen und wo ja dieses Thema der medizinischen Gesundheitsversorgung, egal welches Medikament man nimmt, da kann man ja auch Opioide und so weiter dazu ziehen, zählen, ist das ja ein Gesamtkonstrukt im gesellschaftlichen Bereich, im multisozialen Kontext auf verschiedenen Ebenen von Familie, Freunde, Verwandtschaft, Schule, Arbeitsplatz. Wenn dann natürlich auch dieser Respekt und diese Offenheit gegenüber diesen Menschen fehlt, dann kommen die natürlich auch in solche Situationen. Auch gerade bei Ärzten zum Beispiel, wenn man also diese Zeit nicht mehr zugesprochen bekommt, wenn man einen Arzt aufsucht und nach 5 bis 10 Minuten wieder raus ist, nachdem man eine Dreiviertelstunde im Wartezimmer irgendwie verbracht hat, und die eigentlichen Symptome nur irgendwie mit Ibuprofen und so weiter behandelt werden, dann bringt das natürlich alles nichts. Menschen haben kein Geld mehr, um in den Urlaub zu fahren oder sich ein Haustier zu leisten oder sowas in die Richtung. Das macht natürlich auch einiges mit diesen Menschen, wenn die nur in der Bude rumhocken, nicht mal rausgehen, sich sportlich betätigen. Wir waren jetzt die letzten 1,5 Wochen quasi täglich, teilweise 8, 10, 12 Kilometer mit den Hunden unterwegs. Thomas ist so ein verrückter Inlineskater,
Der ist, glaube ich, hier ziemlich bekannt, ne? Ja, Bayreuth ist nicht groß. Ja, genau. Und ja, also wir haben hier natürlich auch entsprechend eigene sportliche Kapazitäten, können uns bewegen. Was bei dir, glaube ich, ohne Cannabis auch funktioniert? Bei mir wäre das gar nicht möglich. Das funktioniert mehr oder weniger. Ne? Ich muss halt wesentlich mehr die Zähne zusammenbeißen. Okay. Und also Inlineskaten, längere Strecken oder überhaupt, das geht dann schon so, dass, also das ziehe ich freiwillig wieder aus. Okay. Das Toll. schmerzt dann zu sehr. Aber unterm Strich sage ich mal, ist es wichtig, rausgehen an die frische Luft, Natur, Grün. Je weiter raus, je weiter ins Grün, desto besser. Gerade für die Lunge, gerade für die Gesundheit. Ja. Und je öfters man das schafft in der Zeit, ja, desto besser ist es auch für die Lunge. Ja. Definitiv. In der Bude sitzen, das kann nur blöd und depressiv machen. Deswegen halte ich auch nichts von dem Lockdown. Das Beste war in der ersten Lockdown-Zeit, wo ich auch dann kurz danach gleich nochmal in Quarantäne gekommen bin, weil mein Sohn einen positiven Corona-Test abgeliefert hat und ich ja mit ihm Kontakt hatte. Also Quarantäne. Ja. Keine Symptome, nix. Ich weiß, wann es mir gut geht. Ja. Und nach 10 Tagen habe ich gesagt, nix da, ihr könnt mich mal. Die haben mich halt nicht jeden Tag angerufen, ja, und wollten mir halt jeden Tag aufs Neue sagen, wie viel paar Minuten ich da bloß raus vor die Tür darf. Lauter solche Scherze. Ja. Und wie es mir so geht und so weiter und so fort. Ich meine, die Nachfragen und das ganze Verfolgen an der Stelle ist ja schön und gut, aber mir vorschreiben, wie lange ich mit meine Hunde, über die ich selbst am besten Bescheid weiß, über den Anspruch der Hunde, das Ausmaß des Gassigangs, was da nötig ist, ne? Das brauchen die mir nicht erzählen. Ne? Das brauchen die mir wirklich nicht erzählen. Also da haben sie sich mit mir einen Feind geschafft. Und da habe ich dann zum Schluss auch aufgelegt und habe gedroht, wenn die mich nochmal anrufen, dann zeige ich sie an. Okay. Wegen Belästigung, ja. Ja, das ist Und das kam kein Anruf mehr. rechtlich sind das natürlich ganz interessante Sachen. Dieser Hund heißt übrigens Yoshi, falls jemanden das interessiert. Corona habe ich ja ganz anders erlebt, so wie du. Ich hatte ja erwähnt, ich Ich habe war, da einige Dinge ja, erlebt. es gibt einiges dazu zu berichten. Vielleicht mal von der Kurzgeschichte einmal im Schnelldurchritt. Was meine Person angeht, war ich ja schon seit August letzten Jahres im Büro in Bühl, also habe dort gewohnt aufgrund der familiären Situation mit Prohibition etc. Weihnachten überlebt, Silvester überlebt. Kurz vor Weihnachten kam noch der Erik hinzu, Anfang Januar dann der Pascal noch mit dazu und wir waren dann drei junge Männer, die auf 30, 40 Quadratmeter doch einiges schon gedreht haben, auch im Kontext der medizinischen Legalisierungsbestrebungen. Und in der Zeit, als Erik nicht mehr da war, also beim Pascal bin ich mir auch ziemlich sicher und bei mir gewissermaßen auch, es ist leider nicht medizinisch in irgendeiner Art und Weise dokumentiert, hatte ich 2 bis 3 Wochen eine erhebliche bronchiale Erkrankung, die meines Erachtens Corona gewesen sein muss, mit einmal einem Rettungswageneinsatz mitten in der Pampa bei Gernsbach. Mit der Thematik Cannabis-Patient, da wird es dann richtig kritisch bei mir, weil ich in der Region ja rechtlich bekannt bin. Und da wollte man mir sogar auch ans Leder, sodass ich ohne jede medizinische Behandlung auch aus der Notaufnahme des Klinikums in Baden-Baden verwiesen worden bin, nach 9 Stunden Wartezeit, nach einer Viertelstunde. Und ja, unverrichteter Dinge wieder gegangen bin und mich mit Cannabis und Ingwertee, das hatte ich vorhin kurz erwähnen wollen, ja, mich selbst mediziniert habe, in der Form, dass natürlich auch so ein grippaler Infekt oder Corona natürlich auch den Körper unglaublich schwach macht und die Schmerzen natürlich extrem stark waren auch dadurch. Also auch dieses Husten, dieses nicht mehr richtig atmen können. Da haben mir einige selbst hergestellte Öle auch sehr gut geholfen. Ja. Und wir haben es zum Glück jetzt überlebt, sind jetzt halt im zweiten Lockdown. Und ich würde sagen, dass wir dadurch schon auch einiges an Erfahrungen gesammelt haben, die uns jetzt helfen, durch den Winter zu kommen. Ich bin übrigens ja ab morgen dann auch wieder hier aus Bayern raus, ne? Ich bin ja schon wieder auf der Flucht oder auf der Reise, ganz wie man sehen mag. Aber du kommst wieder? Ich hab's vor, definitiv. Wir Und wir machen weiter. ziehen hier weiter durch, genau.
Wir drücken den Finger in die Wunde. Ich fahre ab Montag, ab morgen für 42 Euro 10 Stunden mit den Bummelzügen von Bayern nach Niedersachsen. So, guck mal, der will gekraut werden. Gekrault. Um dort mindestens 10 Tage in der stationären Schmerzklinik zu verbringen, habe sogar eine Krankenhauseinweisung eines Obdachlosenarztes aus Berlin, bei dem ergattern können, und eine DAK-Bestätigung auch von der Geschäftsstelle in Berlin, weil es nämlich in Süddeutschland gewisse Bestrebungen gibt, sowas nicht zu tun, um Patienten halt einfach, für mich fühlt sich das teilweise wirklich an, wie als möchte man uns systematisch mundtot machen, nicht mehr mobil halten und im schlimmsten Fall sozusagen aus dieser gesamten sozialen Gesellschaft ausgrenzen. So fühlt sich das ja ein bisschen an. Was sagst du denn dazu? Ja, das ist schon so ein Thema mit Klinikaufenthalt und sonstiges. Mit dem Medikament, das ist schon schwierig. Ja. Aber das Problem hat jeder, der irgendein Betäubungsmittel verschrieben gekriegt hat. Die Kliniken, die stellen sich immer erst einmal auf doof meistens. Ich mache das eigentlich so, wenn ich in irgendeine Klinik muss, ich rede darüber gar nicht. Mhm. Ja, ich habe mein Rezept. Das wird mir auch schon oft gesagt. Man soll das nicht sagen, das heißt, man wird sozusagen... Wenn die dir irgendwelche Schmerzmittel andrehen, sagst du, nee, danke, ich habe mein eigenes, alles gut. Ja, du kannst es immer noch erklären. Du darfst aber nicht sagen was, sonst bist du nämlich auch sofort unten durch. Es ist meine Nee, ist kein Thema. Also du kannst schon sagen, worum es geht. Die wollen bloß, dass du halt nicht in ein Krankenhauszimmer kisst oder irgendwas machst oder das nach Cannabis riecht. Okay. Ja. Also, da habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht. Na, da habe ich hier in Bayreuth, also außer, dass ich am Anfang auf Ärzte gestoßen bin und viel zu stressig das Thema und so, aber sonst... Hier gibt es übrigens auch eine gute Tagesklinik, da bin ich dann auch nochmal nach meinem stationären Aufenthalt in Niedersachsen, werde dort auch nochmal vorstellig sein, habe dort auch schon entsprechende Unterlagen hingeschickt. Mittlerweile habe ich weiß nicht, wie viele Unikliniken und Kliniken. Die Schmerztagesklinik Hohe Warte. Hohe Warte heißt die, genau, richtig. Ist ganz nett anzuschauen, ich werde mir das dann auch nochmal genauer zu Gemüte führen. Was ich übrigens auch gemacht habe, als ich in Berlin war, ich war in der Charité und im Klinik St. Hedwig heißt das, glaube ich. Klinikum St. Hedwig, habe mir da mal die Sachen angeschaut. Man ist dort auch natürlich auch entsprechend erstmal sehr vorsichtig, was diese Thematiken angeht. Die ganzen Leute sind auch überlastet. Die Krankenschwestern und Krankenpfleger und so weiter haben natürlich auch genügend zu tun. Die Verwaltung dort auch. Und wir versuchen natürlich derzeit möglichst alle anderen Fälle draußen zu lassen. Nur die Corona-Fälle ja auch primär oder im Schwerpunkt auch aufzunehmen. Ich kann mir auch vorstellen, dass da richtig viel Geld mitverdient wird. Muss man auch dazu sagen. Ja, definitiv mal. Mhm. Definitiv. Ja. Ach, apropos Geld, ja. Apropos Geld regiert die Welt. Kapitalismus, Maskenverkauf. Aber also wen nützt es eigentlich gerade, dass wir diese Situation so... Oder dass sich die Situation so entwickelt hat, wie sie gerade. Keinen so wirklich. Und ich würde auch nicht irgendwie irgendeinen Schuldigen suchen, den es was nutzen könnte, der was verdienen könnte. Das hier ist wirklich nur die Welt. Die Erde hat mal gehustet. Mhm. Gesagt, so geht's nicht. Mhm. Und jetzt muss der Mensch irgendwie schauen, dass er damit klarkommt. Ohne sich die Hosen voll zu scheißen. Ja. Und dazu wäre es einfach nur nötig, die Sachen, die man bereits weiß, eben richtig zu nutzen, umzusetzen. Man muss keine Wirtschaften dicht machen, keine Gaststätten, man kann die Leute essen gehen lassen, man kann sie ihren Sport machen lassen, sogar Kontaktsport. Also das ist alles machbar. Und ich halte es auch für wichtig, dass sowas gemacht wird. Gastro und Kulturszene, das sind auch zwei wichtige Punkte. Gastro kenne ich von meinem Bruder, der in Bühl selber ein Wirtshaus hat und von dem ich das auch live mitbekomme, vor welche großen Herausforderungen die natürlich auch gestellt werden. Und in Freiburg auch war ich sehr intensiv unterwegs und habe dort auch verschiedene Subkulturen und Künstlerszenen kennengelernt, die auch erhebliche Anstrengungen auch unternehmen, die auch von der Stadt Freiburg zum Beispiel, von dem Oberbürgermeister Martin Horn und dem Gemeinderat und so weiter unterstützt worden sind mit 100.000 Euro, was auch in der Künstlerszene dort ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Wir haben ein Festival,
geplant und gemacht und getan für mit 499 Plätzen, also nicht ganz die 500, um da irgendwelche Regularien einzuhalten, wochenlang ein Ticket für 22 Euro und dann fiel die Geschichte nach 8 Wochen einfach ins Wasser, weil das Wetter schlecht wurde. Das in Zeiten von Corona, da ist man natürlich auch extrem frustriert und fragt sich dann natürlich, was macht denn dann noch weiter Sinn? Selbst, habe ich gelesen, Serdar Somuncu hat das 4. Mal seine Tour absagen müssen. Ja? Alle anderen, die krebsen hier gerade rum, nagen am Hungertuch als irgendwelche Solo-Selbstständigen. Die Künstler haben vielleicht irgendwie mal was in die Künstlersozialkasse einbezahlt und merken jetzt auf einmal, das reicht irgendwie doch vorne und hinten nicht für meine Rente. Ja, und da werden wahrscheinlich schon einige Menschen zukünftig mehr auf die Barrikaden gehen müssen, es sei denn, es ändert sich vorher was, bevor hier irgendwie die Mistgabeln ausgepackt werden. Ich frage mich, woher die das ganze Geld nehmen wollen. Nicht nur, dass es zu wenig ist, ja, um den Menschen zu helfen, sondern dass auch gar nicht so viel da ist. Mhm. Ja, also, wo soll es denn herkommen? Ja, der Wirtschaftsmotor ist quasi abgewürgt. Ich meine, wir haben hier recht hohe Steuern und das hat auch erst möglich gemacht, dass sie überhaupt so viel Geld ausspucken konnten. Ja? Aber es ist jetzt nicht so viel, dass sie das nicht, dass sie das noch ewig weitertreiben können und dass das Ganze irgendeinen vernünftigen Sinn ergibt. Ja? Fragen wir doch mal, was würdet denn ihr tun? Schreibt es doch mal rein in die Kommentare oder vielleicht schaut es ja auch einer dieser wichtigen, großen, vom Volk gewählten Entscheider an, der sich vielleicht jetzt mal Gedanken darüber macht, was das denn alles soll. Ja, und ich halte es auch für ziemlich wichtig, weil werden sich da nicht bei die richtigen Gedanken gemacht, wird diese Regierung wirklich ganz schön zerflettert wahrscheinlich. Ne? Nicht, dass die Erde nochmal hustet, ne? Und dann irgendwie, ja. Corona 20 kommt. Trump ist ja zum Glück jetzt erstmal Geschichte, ne? Sind wir damit jetzt zufrieden? Ja. Ja. Natürlich sind wir damit zufrieden. Können wir das so lassen? Das können wir so lassen. Na gut, dann schreibt mal eure Kommentare dazu. Wirklich, genau. Würde uns interessieren.